In einer Urkunde aus dem Jahr 1264 wird in Nikic erstmals eine Kapelle erwähnt. Diese Kapelle zu Ehren des heiligen Laurentius war aus Holz gebaut und stand an der Stelle der heutigen Kirche. Rund um die Kapelle war nach damaligem Brauch ein Friedhof angelegt. Erstmals wird auch ein Geistlicher namens Gerold genannt, wobei es sich höchstwahrscheinlich um einen Ordenspriester handelte. Es ist anzunehmen, dass die Pfarre Nikic schon im Mittelalter bestand. Im Jahre 1579 wird ein Geistlicher erwähnt. In dieser Zeit fällt auch die Besiedelung durch die Kroaten, die etwa von 1532 bis 1670 andauerte. Durch die Gewährung einer Kirchenautonomie gelang es, dass sich die kroatische Sprache und auch die Kultur bis in die heutige Zeit erhalten konnte. Während der Reformation soll die Pfarre kurzzeitig auch protestantisch gewesen sein. Der kanonischen Visitation von 1640 zufolge war sie jedoch schon wieder katholisch. Wahrscheinlich war die Pfarre größtenteils von Kroaten besiedelt und die wenigen deutschsprachigen Bewohner wurden von den Kroaten assimiliert. Die Pfarre verfügt zu dieser Zeit über eine gemauerte Kirche. Zur Pfarre gehören die Filialen Kroatisch Minichof und UND. Neben der renovierungsbedürftigen Kirche steht ein Kirchturm. Die Kirche besitzt einen Hochaltar und zwei Nebenaltäre. Bald darauf beginnen die Renovierungsarbeiten an der Kirche, da ein Ziegelstein aus dem Jahr 1648 gefunden wurde. Nikic hat zu dieser Zeit ca. 560 Einwohner, die alle katholisch sind. Bei der Visitation von 1764 ist Ivan Pichler Pfarrer von Nikic. Rund um die Kirche befindet sich noch der alte Friedhof mit einem Beinhaus. Im Jahre 1777 wird der neue Friedhof an der heutigen Stelle eröffnet. Am 9. Juni 1802 wütet im Dorf ein schreckliches Feuer. Es werden 90 Häuser und die Kirche vernichtet, wobei auch die Kirchenglocken schmelzen. Die Kirche wird aber rasch aufgebaut und bereits um 1876 renoviert. Unter Einbeziehung älterer Bauteile wurde in den Jahren 1931 und 1932 eine große neue Kirche erbaut. Architekt Karl Holley plante einen um 90 Grad zur Straße gedrehten Neubau, der die alte Kirche fast eliminiert hat und nur den früheren Altarraum und den Chor mit dem Turm bestehen ließ. Anfänglich war ein kreisförmiger Kirchenbau geplant, der aber von den recht prüden Dorfbewohnern abgelehnt wurde. Die Kirche ist sehr breit und hat einen hohen, schlanken Glockenturm, der an dalmatinische Türme erinnert, einem der ursprünglichen Herkunftsgebiete der Burgenlandkroaten. Innen überwiegt der Barockstil. Der Hauptaltar und die beiden Nebenaltäre, die um 1780 gefertigt wurden, werden in den neuen Bau integriert. 1934 wird der Triumphbogen über dem Altarraum mit Darstellungen der Bergpredigt und das Apsisgewölbe mit der Predigt des heiligen Laurentius vom Maler Rösch mit Wandmalereien versehen. Die Malereien im Langhaus wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Jugoslawiendeutschen mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament bemalt und das Deckenfresko gefertigt. Nach 1945 wurde eine Winterkapelle zugebaut. Die Pfarrkirche wurde 1972, 86 und 2002 restauriert. Zum Schluss möchte ich noch auf drei spezielle Besonderheiten unserer Kirche hinweisen. Der große Kronleuchter in der Mitte unserer Kirche hing ursprünglich im königlichen Palast in Budapest. Die ungarische Königin schenkte diesen Kronleuchter 1857 der Nikicer Gräfin Irene Sicimeschke als Danksagung für die Organisation herrlicher Gesellschaftsabende. Der Kronleuchter wurde im Nikicer Schloss aufgehängt und 1919 vor der kommunistischen Regierung Bela Kunz abmontiert und in der Kirche hinter dem Hauptaltar versteckt. Als Dank dafür schenkte der Patronatsherr Graf Sicci den wertvollen Leuchter der Kirche.
Die zweite Besonderheit in unserer Kirche findet man im Apsisgewölbe über dem Hauptaltar, das die Predigt des heiligen Laurentius darstellt. Maler Rösch verlieh in diesem Fresko dem heiligen Laurentius das Gesicht des 1919 von Kommunisten ermordeten Nikitscher Pfarrers Anton Semmelika. Die dritte Besonderheit findet man im großen Deckenfresko im Hauptschiff, welches das jüngste Gericht darstellt. Hier verewigte der Maler die Fratze von Adolf Hitler, der vom Erzengel in die Abgründe der Hölle verstoßen wird.